Hallo, ich will euch heute meine März-Favoriten zeigen. Hallo, ich wurde getaggt von der lieben Chrissy Cosmetic, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und zwar geht es um den Tag vor einem Jahr, Top oder Flop. Und das ist jetzt meine Aufgabe, ein Video von mir von vor einem Jahr anzuschauen. In dem Fall, weil wir ja den März haben, ist es das März-Favoriten-Video aus dem Jahr 2012. Und da gucke ich mir jetzt nochmal meine damaligen Favoriten an und schaue, ob das heute noch genauso ist. Also ob das heute auch noch meine Favoriten sind. Und ich finde es eigentlich ziemlich spannend und bin schon gespannt, was da so rauskommt. Und natürlich tagge ich auch ein paar Leute, das schreibe ich euch unten in die Infobox rein und ich sage es aber auch am Ende nochmal und dann starten wir jetzt am besten auch mal. Der Viva Glam Niki von MAC, der kam ja diesen Monat neu raus und ich hatte ja wirklich monatelang schon auf den gewartet, weil ich den unbedingt haben wollte. Den MAC Viva Glam Niki benutze ich nach wie vor sehr gerne. Wer meine Videos regelmäßig verfolgt, der wird den auch immer mal wieder in meinen Videos sehen, weil ich den wirklich liebe. Ich mag dieses Pink total gerne. Ich stehe total auf pinke Lippen. Ich habe ja auch in meinem letzten Favoritenvideo euch von meinem Dupe zu diesem MAC Lippy erzählt. Also das ist mein persönliches Dupe. Das ist ja immer relativ, aber ich finde, der ist wirklich fast genauso. Und zwar ist es ja von Luma die Farbe Maybe Baby. Das habt ihr ja in meinem letzten Video gesehen und ist für mich wirklich identisch. Und der Grund, warum ich den gerade benutze, ist einfach der, dass ich nicht will, dass mein MAC Lippy so schnell leer geht. Also ja, ist nach wie vor ein Favorit von mir. Ja, und da ich schon das Wort Beauty Blender erwähnte, der ist natürlich auch dabei. Also der hat wirklich inzwischen meinen Pinsel, also meinen Foundation Pinsel komplett ersetzt. Beim Beauty Blender muss ich sagen, dass ich den in letzter Zeit so ein bisschen aus den Augen verloren habe. Also ich habe den schon sehr lange nicht mehr benutzt. Ich glaube einfach aus Bequemlichkeit, weil man muss den ja erstmal anfeuchten und so weiter und so fort. Und ja, ist eigentlich eine billige Ausrede, aber ich glaube, ich war da echt zu faul dafür und hatte dann keine Lust mehr da drauf und habe dann einfach immer, wenn es schnell gehen musste, gerade morgens, habe ich einfach kurz meine Foundation halt mit den Fingern verteilt und das war's. Aber gerade noch vor ein paar Tagen ist der Beauty Blender mir mal wieder in den Sinn gekommen. Da dachte ich, eigentlich könntest du den mal wieder benutzen, weil ich fand den eigentlich immer super gut. Also ich habe den wirklich immer gerne benutzt. Der ist auch wirklich top, also sehr empfehlenswert und ich werde den mir mal wieder näher anschauen. Dann geht's weiter mit einem Nagellack hier. Das ist von Essie, die Farbe Brandy Alexander. Brandy Alexander von Essie habe ich benutzt, allerdings in unregelmäßigen Abständen. Ganz einfach, weil der mittlerweile auch schon ziemlich leer bei mir ist und den gibt es eben halt auch nicht im Standardsortiment. Und also ich finde den ja wirklich sehr einzigartig, gerade durch diese, ja, durch diesen Schimmer, der sich durch den Lack zieht, finde ich den wirklich toll. Und im Moment möchte ich mir den einfach so ein bisschen aufsparen, weil ich nicht will, dass er leer geht, weil man den eben auch nicht so leicht bekommt wie zum Beispiel andere Essie-Lacke. Und ja, er ist eigentlich immer noch ein Favorit von mir, nur benutze ich den jetzt nicht mehr so oft wie noch vor einem Jahr. Ganz einfach, weil er schon fast leer ist. Weiter geht's mit der P2 Superstay Eye Cream in der Farbe 020 Pure Earth. Ja, das ist so eine Lip Cream, die ist wasserfest. P2 Super Stay Eye Cream. Keine Ahnung mehr, dass ich sowas überhaupt besitze. Also das habe ich komplett vergessen. Keine Ahnung mehr. Ich bin ja auch gerade nicht in meiner Studiestadt. Ich habe hier nur einen ganz kleinen Teil von meinen Kosmetiksachen. Und ich werde mir den aber, wenn ich wieder in meiner Studiestadt bin, genauer anschauen, weil ich da eben meine ganzen Kosmetiksachen gebunkert habe. Und mal gucken, ob man den überhaupt noch verwenden kann. Und ja, ich weiß auch nicht, ob der jemals wieder ein Favorit von mir war. Also ich habe den komplett aus meinem Gehirn gelöscht. Keine Ahnung mehr, dass ich den hatte. Also, ja, ist interessant. Den gucke ich mir mal wieder genauer an. Ja, dann geht es noch weiter mit zwei Haarprodukten von Paul Mitchell. Nämlich zum einen das Avapui Shampoo. Das Paul Mitchell Avapui Shampoo benutze ich eigentlich nach wie vor immer mal wieder. Jetzt im Moment benutze ich es wieder regelmäßig. Bei mir ist es ja immer so, ich habe immer nicht so das Shampoo, das ich immer benutze. Ich habe jetzt eine Zeit lang auch von Alverde das Shampoo für sehr juckende Kopfhaut genommen. Fand ich auch gut. Und jetzt benutze ich gerade wieder das Avapui Shampoo von Paul Mitchell. Ja, ist eigentlich schon seit Jahren immer mal wieder so bei mir dabei. Und könnte man auch sagen, das ist nach wie vor ein Favorit von mir. Ja, und was neu dazugekommen ist bei mir, ist The Detangler. Den habe ich diesen Monat, also den Conditioner habe ich diesen Monat neu getestet. Ganz im Gegensatz zu dem The Detangler, den habe ich damals benutzt, war sehr begeistert, aber ich glaube, ich hatte den einfach nicht lange genug
benutzt, vielleicht so über einen längeren Zeitraum. Also als ich den in meinem Video vorgestellt hatte, ich hatte den danach noch ein Weilchen benutzt und dann fand ich den auf einmal gar nicht mehr so toll. Also am Anfang war ich wirklich begeistert, aber ja, so eine Langzeitwirkung hatte das jetzt eigentlich nicht, das Produkt. Also komplett raus aus meinen Favoriten, kann ich auch gar nicht mehr weiterempfehlen. So, dann habe ich nochmal zwei Produkte, nämlich aus der Balea Med Ultra Sensitive Reihe. Das Gesichtswasser und die Reinigungsmilch. Ja, die Balea Med Ultra Sensitive Reihe benutze ich nach wie vor. Ist nach wie vor ein Favorit von mir. Habe ich mir auch wieder mehrmals nachgekauft. Ich finde die beiden Produkte, also ich habe ja das Gesichtswasser und die Reinigungsmilch, die finde ich einfach super, gerade weil dieser ganze Parfüm-Quatsch und so nicht drin ist. Und ich habe das Gefühl, das ist für meine Haut einfach am besten. Das tut er gut und ja, immer noch ein Top-Favorit von mir. Ja, wie ihr seht, ist es bei mir relativ durchwachsen. Es gibt einige Produkte, die benutze ich immer noch regelmäßig und gerne. Dann gibt es wieder welche, die benutze ich unregelmäßig gern. Und es gibt wirklich welche, die benutze ich gar nicht mehr, kann ich nicht mehr empfehlen, beziehungsweise kann ich auch gar nicht mehr so daran erinnern. Ich fand es richtig spannend, auch mal zu sehen, dass man sich halt wirklich teilweise in manche Sachen gar nicht mehr erinnern kann. Und es ist halt wirklich gut, dann kann man jetzt mal wieder so ein bisschen durch die Schminksammlung stöbern, was man noch so hat. So, und dann tagge ich jetzt natürlich auch noch Leute, und zwar tagge ich die Diana2407, die Andrea007 Morgenstern, It's Kim Lian, Madame Tamtam, Sabrina Cheri und Joey's Beauty World. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Tag mitmachen würdet und auch alle anderen, die ich jetzt vergessen habe oder nicht erwähnt habe. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du den Tag mitmachen würdest. Und ich freue mich, wie gesagt, auch immer über Videoantworten. So, und das war mein Video und ich hoffe, es hat euch gefallen und dann freue ich mich auf euch in meinem nächsten Video. Macht's gut!